Also wenn irgendwas ist, rufst du einfach an. Das Geld fürs Taxi hast du? Ja. Am besten du rufst da sofort an. Ab Mitternacht sind immer alle Leitungen besetzt. Das erste Mal, dass wir Silvester nicht zu dritt feiern. Also, dass Papa dieses Jahr nicht mitfeiert, da kannst du höchstens froh drüber sein. Grün. Was? Grün. So. Dann gehe ich mal. Mike, lass dir nochmal drin. Ich bin bald für ein ganzes Jahr weg. Was machst du denn dann? Froh sein, dass ich dich endlich los bin. Das glaubst du ja selber nicht. Klar, was meinst du denn? Komm gut rüber. Guten Rutsch. Und vergiss nicht. Vergiss es. Tschüss. Hallo. Oh, wie schön. Der Joachim kommt nach. Der muss noch sein Hemd bügeln. Ich würde es da nicht. Bloß, dass du es weißt. Das habe ich ihm gleich gesagt. Ja, sonst noch was. Bin ja schließlich nicht seine Mama. Weißt du? Ja. Oh, mein. Das gibt's immer noch. Das will ich schon die ganze Zeit wegräumen. Sei mal, hast du mal Fred etwa eingeladen für heute Abend? Nein. Ich bin froh, dass ich dich nicht mehr sehen muss. Naja, ist auch wurscht. Aber ich sag's der Freni. Dieses Jahr wird dein Glücksjahr. Das garantiere ich dir. Und jetzt wird gefeiert. Rolf. Hallo. Offensichtlich ein leichter Schlaganfall. Die hat mit Nachbarn gefeiert und ist dann einfach nicht mehr hochgekommen. Und willst du was zurückbehalten? Nein. Nein, nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Sie wollen sie 2 Tage hier behalten. Zur Beobachtung. Für mich wirkte sie topfit. Mama halt. Der Arzt meinte nur, es wäre wahrscheinlich besser, wenn sie die nächsten Wochen nicht allein in ihre Wohnung zurückgeht.
Einfach um zu verhindern, dass sowas nochmal passiert. Und was will sie machen? Will sie zu dir? Wir haben schon darüber geredet. Sie möchte zu dir, Vreni. Jetzt komm schon, Vreni. Ich habe eine Frau, drei Kinder und eine Vier-Zimmer-Wohnung. Wie stellst du dir das vor? Bei euch ist doch viel mehr Platz. Außerdem ist es doch nur für 3 Wochen. 3 Wochen? Ihren 75. Den können wir doch noch bei euch in Augsburg feiern. Und dann... dann schauen wir einfach noch mal. Der Arzt hat gesagt, für meine 75 wäre ich noch richtig gut drauf. Er hätte mich höchstens auf 65 geschätzt. Ja. Ja. Ha. Warum schnürfelst du dir die Haare da hinten so zusammen? Das steht dir nicht. Ach, ich freue mich so auf euch. Ich war so lange nicht bei euch in Augsburg. Wie geht's denn, Mike? Erzähl doch mal. Gut, du siehst ihn ja gleich. Mike? Bist du das? Na, Oma, gerade mal die Kuppel gekratzt. Ja, mit Ach und mein Gott, bist du gewachsen. Schön, dich zu sehen. Mann, dein Jäckchen zu ist doch kalt. Oma, ich hab doch eine Mütze an. Ach, mal, ist eine Mütze. Na, warum denn nicht? Du bist doch jetzt fast erwachsen, oder? Ich hab gar keine Zeit. Nein. Ach, pass doch auf, Kind. Charlie, geht vielleicht helfen? Ja, das schaffen wir schon. Lass ihn doch, Brünchen. Wozu sind Männer schließlich da, ne? Ich wollte mich die ganze Zeit schon mal vorgestellt haben. Ich bin Arno Schuster. Ah. Ich bin vor kurzem hier eingezogen, wegen meiner Mutter, so als sie im Rollstuhl sitzt. Arno! Ja, Mama, gleich! Hilde Teichmann, und das ist Ihre Mutter, ja? Angenehm. Dann will ich Sie doch mal begrüßen, die Frau Nachbarin. Vielleicht kommen Sie ja die nächsten Tage mal auf einen Kaffee vorbei. Ich wollte Sie schon längst mal eingeladen haben. Und meine Mutter würde sich, glaube ich, auch sehr freuen. Was macht er denn da? Sie haben ja, Mama! Also, auf bald. Arno. Was, Arno? Nix, Arno, Koffer. Hilf mir lieber, komm mit. Ja? Hast du alles? Brauchst du noch irgendwas? Und? Alles in Ordnung. Alles bestens. Bald geht's dir wieder gut und du kannst nach Hause. Nein, ich meine doch mit Manfred und dir. Mama, wir haben uns getrennt, das habe ich dir doch gesagt. Mir geht's sehr gut alleine. Mike sagt, Manfred hätte dich wegen einer Jüngeren verlassen. So. Sagt Mike das? Ja. Ich meine, er ist ja ein attraktiver Mann und außerdem ein erfolgreicher Anwalt. Warum bist du hier? Fängst du an, Mike über mich auszufragen? Ja, aber ich sehe doch, wie du leidest. Mama, ich leide nicht. Mir geht das sehr gut alleine. Jetzt müssen wir nur noch sehen, dass du wieder auf die Beine kommst. Hm? Nacht. Ach, komm. Komm, lass dich mal drücken, Kind. Und ich möchte nicht, dass du mit Oma über Papa und mich sprichst. Du weißt genau, was ich meine. Ich hab doch gar nichts gesagt. Ja, und wie lange will sie dann bleiben? Bis zu ihrem Geburtstag. 3 Wochen. Die Fahnen sind da. Es sind aber schön geworden. Trotzdem
Fünfter ist besser. Übrigens, der Chef möchte dich sprechen. Beruflich wird ein lang gehegter Traum in Erfüllung gehen. Was habe ich da immer gesagt? Ja, auf! Nach ihm. Danke. Ah, meine Damen, das sind Sie ja. Hallo. Was Gott. Setzen Sie sich doch bitte. Okay. Kennen Sie sie eigentlich? Frau Kröger ist eine unserer Lektorinnen. Dana Koswitz arbeitet hier im Marketing. Als sie von der Stelle erfuhr, hat sie gleich den Finger gehoben. Ja, Sie haben sich also beide für die Leitung unserer Kinderbuchabteilung beworben. Wir halten Sie beide für fähig. Mein Vorschlag. Sie setzen sich zusammen und erarbeiten gemeinsam ein Konzept. In 2 Wochen finden ja hier die Augsburger Kinderbuchtage statt. Da werden Sie unsere neue Reihe präsentieren. Und dann sehen wir weiter. Was halten Sie davon? Und das alles unbezahlt. In meinem nächsten Leben werde ich Chef und er Kaninchen. Gut, ich finde, wir sollten uns gleich zusammensetzen. Wie sieht's bei Ihnen aus? Ja. Frau Krüger, mir gefällt die Situation auch nicht, aber ich werde jetzt keinen Rückzieher mehr machen. Ich auch nicht. Und das soll das erste Buch aus der Reihe werden? Ja. So was Unheimliches, Gott, was hat er sich denn dabei gedacht? Ich habe das in England entdeckt. Na, endlich mal kein heile Welt-Bonbon-Buch. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich finde die Bilder auch sehr ansprechend, aber... Puh, war das denn dort ein Erfolg? Ein mittlerer. Ja, dann sollten wir den unbedingt größer machen. Trotz seiner dunklen Seiten hat sich das Buch auf dem internationalen Markt gut behauptet, sowas in der Art. Ja, das ist eine gute Idee. Und ich schlage vor, wir teilen uns die Arbeit dann. Sie schreiben was zum Verkaufskonzept, geplante Auflagen, Zielgruppenanalyse und ich konzentriere mich dann konkret auf das Buch. Und während der Präsentation haben wir beide dann 10 Minuten Zeit, unseren Teil zu präsentieren. Tja, das heißt also, erst präsentiere ich und dann Sie? Ja. Und okay. Danke, und das machen wir alles mit Showpoint, oder? Mit was? Showpoint? Ich meine, wenn Sie das Programm nicht kennen, ich kann Ihnen das gerne zeigen. Nein, ich kenne das schon. So alt bin ich nur auch wieder nicht. Ja, danke. Mama! Ja, aber ja! Du sollst dich doch schonen und nicht hier auf der Leiter rumturnen. Was? Ich versuche hier nur ein bisschen System hineinzukommen. Komm runter! Die Schüsseln gehören nach oben und die Teller nach unten. Ist doch viel praktischer. Würdest du das bitte mir überlassen, aber Mama? Kind, ich helfe dir doch mehr. Ja. Es ist immer noch meine Küche, jetzt Mama! Jetzt sei doch nicht so empfindlich! Ich konnte die Schüssel sowieso nie leiden. Ja. Ah, das ist ja Manfred. Rank und schlank. Du warst damals ziemlich dick. Ja. Er hat dich trotzdem geheiratet. Ich war schwanger, Mama. Wie konnte ich denn das vergessen?
Das ist die Mailbox von Manfred Kröger. Ich bin im Moment nicht erreichbar, aber wenn Sie eine Nachricht hinterlassen, rufe ich Sie gern zurück. Bis dann. Tschüss. Wie lange sind Sie schon zu Besuch? Eine Woche. Haben Sie noch andere Kinder? Ein Sohn, Rolf, der lebt in München, ist Pilot. Lufthansa. Ach, der fliegt alles Mögliche. Nur Sportflugzeuge, der ist Fluglehrer. Wie? Mein Bruder fliegt nur Sportflugzeuge, der ist Fluglehrer. Nicht nur. Sie müssen schon etwas lauter reden, wenn ich Sie verstehen soll. Er fliegt nur Sportflugzeuge. Und Sie arbeiten beim Verlag, oder? Ja, als Lektorin halbtags. Und Sie? Ich restauriere alte Möbel. Bin gerade dabei, mir hier eine Werkstatt einzurichten. Was ist Mama. Das denn für eine Brühe? Der ist koffeinfrei, das weißt du doch. Trinken die das auch? Nein, natürlich nicht. Ich will aber trinken, was die auch trinken. Wir trinken auch gerne koffeinfrei. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Danke. Das ist meine Schwester und ihr Mann. Und das ist die Taufe. Das ist die Taufe. Hier lebte noch meine Mutter. Schauen ja. Sie. In letzter Zeit hat sie leider so furchtbar paranoide Fantasien. Glaubt, ich will sie um die Ecke bringen. Echt? Früher war sie eine richtig lebenslustige Frau. Meine Mutter auch. Die wilde Hilde hat mein Vater sie immer genannt. Das kann ich mir vorstellen. Sind Sie das? Ja, war damals großer Country-Fan. Johnny Cash, Willie Nelson und so. Da bin ich gleich nach der Lehre rüber nach Nashville für 6 Monate. Ganz alleine? Ja, das ist ja auch schon 20 Jahre her. Aber wenn ich könnte, wie ich wollte, dann würde ich alles stehen und liegen lassen und wieder hin. Mein Sohn geht ja auch bald weg. Ja? Für ein Jahr. Nach Michigan. Einfach wegfliegen. Alles hinter sich lassen. Davon träume ich ja auch manchmal. Aber meistens kommt immer irgendwas dazwischen und meistens irgendwas unheimlich Vernünftiges. Ja. Ihren Sohn werden Sie aber doch bestimmt mal besuchen. Die vom Austauschprogramm raten dringend davon ab. Wenn schon abnabeln, dann richtig. Haben ja auch irgendwie recht. Sie werden ihn vermissen, oder? Wird es eben noch leerer bei uns im Haus. Naja, dafür haben Sie ja jetzt Ihre Mutter. Oh, Entschuldigung, das... Arno! Arno! Sehen Sie das? Mama, was ist denn passiert? Ganz Mama. Ruhig, mach ich mal. Mama? Was? Karl, was? Hier, nehmen Sie einen Schluck Wasser. Ja. Lieber einen Schnaps. Was gibst du hier da? Trinken Sie das bloß nicht! Bitte sei still! Tja. Was? Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Alles Gute. Bis gleich, Mama. Also. Diese kurzen Aussätze sind nicht weiter gefährlich, aber sie sollten sich nicht so oft wiederholen. Aber sie kann doch bald wieder in ihre Wohnung. Ich denke schon. Ach, danke, dass du so schnell gekommen bist. Mach ich doch gern. Und grüß Helga von mir. Wir müssen unbedingt mal wieder was zusammen unternehmen. Finde ich auch. Mach's gut.
Übrigens, hast du in letzter Zeit mal wieder was von Manfred gehört? Ja, klar. Und wie geht's ihm? Du weißt, dass Heike und er sich getrennt haben. Ja, das habe ich gehört. Und du? Wie geht's dir? Gut. Also nach bitteren Mann. Ja, aber es könnte ja auch sonst alles sein. Arsen, E605, Rattengift. Aber ein bisschen merkwürdig hat ihr Kaffee schon geschmeckt. Fandest du nicht, Verena? Die Oma meint, der Schuster will seine Mutter vergiften. Nein, das meint die Frau Schuster, nicht ich. Naja, so kommt er früher an das Erbe. Ist ja auch krass, oder? Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Die alte Frau kann froh sein, dass ihr Sohn sich so um sie kümmert. Ich habe mich übrigens umgehört beim Marketing über deine Freundin, die Koswitz. Ja, die ist ziemlich rasant durchgestartet, hat dann gleich eine sehr gute Stelle gekriegt. Und irgendjemand hat es dann abends mal mit dem Chef zusammen beim Essen gesehen. Was? Ja, aber wer weiß, ob das stimmt. Die Leute rinnen viel und meistens Blech. Aber das wird schon, ich glaube an dich. Und von Kinderbüchern hat die sicher keine Ahnung. War sie schon als Kind? Kommt schon mal. Kaffee und Kaffee, die kocht doch sehr gut. Oh. Dein Chef ist ja wirklich ganz... Was machst du denn hier, Mama? Nichts. Ich wollte nur mal schauen, wo du arbeitest. Und dann wollte ich dich und Mike zum Essen einladen. Mike weiß schon Bescheid. Oh, und Sie sind? Ich bin die Renate. Grüß Gott. Und Sie müssen Vrenis Mutter sein. Ich habe schon so viel von Ihnen gehört. Nur Gutes, hm? Ja, klar. Ja? Und wie finden Sie das, dass Ihre Tochter bald Abteilungsleiterin wird? Abteilungsleiterin? Du? Ich meine, falls sie die Stelle kriegt. Das ist doch noch gar nicht sicher. Das ist nicht sicher, Mama. Warum? Was spricht denn dagegen? Es gibt noch eine andere Bewerberin, aber das wird schon. Eine Bewerberin? Wir müssen gleich zum Essen gehen, zum Italiener, ja? Frau Kröger, wir wollten doch noch unsere Texte für die Präsentation miteinander abstimmen. Ich habe ja ein paar Vorschläge erarbeitet. Können wir das nach der Mittagspause machen? Ich gehe heute ein bisschen früher. Guten Tag. Guten Tag. Also ich verstehe dich. Warte mal, ich muss dir doch nicht immer alles und sofort erzählen. So was Wichtiges doch schon. Hallo, kennen Sie mich noch? Mein Schwiegersohn hat mich immer hier ausgeführt, wenn er Mittagszeit hatte. Nein, Mama, das war der Chinese in der Bismarckstraße. Ach, du warst doch gar nicht dabei. Ich habe immer die 26 bestellt. Ente mit Morcheln, genau wie Manfred. Brauche ich gar nicht reinzugucken. Die 26, bitte, ja? Ja. Ich warte noch, bis mein Sohn kommt, danke. Also los, erzähl doch mal. Ich denke, was Besseres kann man sich gar nicht für dich wünschen als diese neue Stelle. Du musst dich nur durchsetzen gegen diese junge Frau. Mama, lass es mal meine Sorge sein. So selbstbewusst, wie die auftritt. Nimm das bloß nicht auf die leichte Schulter. Mama, bitte. Du machst das schon. Bin ich ganz sicher. Ich möchte doch nur nicht, dass dir im Beruf dasselbe passiert wie mit Manfred. Mama, es reicht. Hallo. 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 Soll ich noch mal rausgehen? Ich kann so Nein, tun, als ob... Quatsch. Mama, ich habe Fotos bekommen von meiner Gastfamilie aus Amerika. Das sind sie, die Jacksons. Judy, das ist Roy, Katie und Indiana. Was ist das denn? Die 26. Na, das ist nicht die 26. Was? 26 Gemischsalat und Tofu. Ich habe Ente mit Morcheln bestellt. Nicht 26. Jetzt hören Sie mal, junger Mann, ja? Ich mag keinen Tofu, ich mag auch keinen Salat. Ich will knusprige Ente mit Morcheln. Nehmen Sie das bitte wieder mit, ja? Hey, sind du und Oma, oder? Ja. Sieht sie aber gut drauf aus. Der wollte sie unbedingt, dass wir aussehen wie Schwestern. Die hat damals auch schon die ganze Zeit gestritten? Da war ich nur sauer, weil sie die ganze Zeit an mir rumgemeckert hat. Das Kleid ist zu knittrig, die Jeans zu lang. Die Haare könnte ich mir auch mal bürsten. Genau wie du mit meiner Mütze. Da bin ich doch wohl echt toleranter. Nein,
Na, mach ihr doch einfach einen großen Abzug davon. Für ihre Party. Was denn für eine Party? Ja, zum Geburtstag. Was machst du denn da? Komm rein. Komm rein und mach die Tür zu. Komm, jetzt schau dir das mal an. Das ist doch unglaublich. So kann man doch nicht mit seiner eigenen Mutter umgehen. Ich bitte dich. Wir sollten die Polizei benachrichtigen. Nein, Mama, wir mischen uns da nicht ein. Ja, und wenn er sie nun wirklich umbringt, da brauchst du gar nicht so zu schauen. Ich kann dir sagen, als ich noch beim Gericht tätig war, da habe ich vielleicht Geschichten gesehen und gehört. Da würdest du aber staunen. Mama, das ist eine paranoide alte Frau und du lässt dich von ihrer Paranoia anstecken. Genau so hast du früher immer am Fenster gesessen und rausgeschaut. Ja. Ja, und unten haben die Kinder gespielt. Und ich habe mir so gewünscht, du würdest dich auch mal runterwagen. Du hast mich doch nie gelassen. Oh, das stimmt doch gar nicht. Natürlich. Meine Freunde waren dir doch nie gut genug für mich. Wie kommst du denn darauf? Erinner dich doch mal an den Peter. Welcher Peter? Der Posaunen-Peter. Ach, dieser Pickelbauer. Zum Beispiel. Also, gegen Manfred zum Beispiel hatte ich nie was einzuwenden. Jetzt ist da drüben wieder alles still. Nacht, Mama. Wir auch mal so enden werden wie die da. Noch so ein Schlaganfall? Wer weiß, was dann mit mir ist. Mike, sag Oma bitte nichts. Sie soll nicht. Weil ich nicht möchte, dass sie sich unnötig aufregt. Außerdem ist es Arnos Privatsache. Herrn Schusters, brauchst du gar nicht so blöd zu grinsen. Guten Morgen. Morgen, Mama. Morgen. Das war ja nicht zum Aushalten heute Nacht. Was denn? Na, dieser Lärm von da drüben. Und dann dieses Geheule. Habt ihr denn das nicht gehört? Nein, Mama. Komm, das musst du geträumt haben. Mike. Später, Oma.
Zuerst darf ich nicht mit ihr über Papa reden, jetzt nicht über die Nachbarn, dann kannst du mir den Kontakt zu ihr eigentlich auch gleich verbieten, oder? Bestimmte Sachen möchte ich einfach erst mit ihr selber besprechen. Ja, dann besprich das doch auch endlich mal. Das ewige Gestreite, das nervt. Da ist Papa. Pass auf! Dem geht's natürlich gut. Dem Arschloch. Ja. Ja, das klappt doch prima. Und schon nervös? Ich habe die Fahnen von dem Buch übrigens mal meinem Neffen vorgelesen. Der findet sie großartig. Nur, dass am Freitag nicht der Neffe hier sein wird, sondern 50 gelangweilte Buchhändler. Mama? Kommst du bitte? Ja, ja, ich bin hier mitten im Gespräch. Nein, ich brauche deine Hilfe. Komm bitte. Hallo. Ach, Anna. Komm. Nein, komm, also das stimmt doch was nicht. Verena. Die alte Frau im Rollstuhl. Komm. Ja, deine Großmutter erzählen. Komm jetzt rein. Reis, das glaubst du doch wohl selber nicht. Da lachen doch die Hühner. Du willst mir weismachen, dass das drüben alles in Ordnung. Mama, ich will darüber nichts mehr hören. Du wolltest doch meinen Vortrag hören. Also, ja, was ist jetzt? Was? Doch gar nichts gesagt. Sei doch nicht immer so empfindlich. Mama. Ja, ja. Also. Endlich mal ein Buch, das Dunkelheit und Angst als integralen Bestandteil kindlichen Erlebens ernst nimmt. Das Buch erzählt in Bildern von großer suggestiver Kraft. Was heißt denn das? Die Geschichte. Was? Na, integral, suggestiv. Was willst du denn damit sagen? Also integral bedeutet. Ich weiß, was es bedeutet. Aber willst du den Leuten beweisen, dass du studiert hast, oder willst du, dass sie verstehen, was du meinst? Hm? Wie du schon dastehst. So verkrampft. Sei doch locker. Locker. Lass mal die Arme ein bisschen hängen. Ja. Schon besser. Also. Das Buch erzählt in großen Bildern von von eindringlichen. Weißt du noch, als Kind, da konntest du es nie leiden, wenn ich dir ein Buch ausgesucht habe. Du hast immer gesagt, große Leute können gar nicht wissen, was Kinder mögen. Was Kinder mögen, wissen nur Kinder. Ja. Jetzt gehörst du selber zu den großen Leuten. Und willst trotzdem wissen, was Kinder mögen. Ist da irgendwie komisch, nein? Meine Füße sind so kalt. Ich hätte meine schönen marokkanischen Hausschuhe mitnehmen sollen. Was ist das denn? Was? Der trägt einen schwarzen Anzug. An einem ganz normalen Donnerstag. Also, das ist merkwürdig, das musst du zugeben. Hallo. Hallo. Geht's Ihnen gut? Sie wollte immer nicht, dass ich im Haus rauche. Dabei rauche ich seit 15 Jahren nicht mehr.
Nur ist er weg. René, kommst du, mein Manfred ist am Telefon. Na, du mach schon, ja? Ja. Entschuldigung. Da. Hallo, Manfred. Ja, danke. Einen Moment, bitte. Die nächsten Tage, das ist schwierig. Ich bin im Moment beruflich sehr eingespannt. Ja, ich habe einen Vortrag. Morgen, ja. Nee, aber warte mal, ich schau mal eben in meinem Terminkalender nach. Ja? Warte. Manfred? Du, nächste Woche. Ja? Ja, gut. Bei Giovanni? Ja. Also, bis dann. Tschüss. Und? Was und? Und Koswitz vom hiesigen Thesis Verlag ihre neue Kinderbuchreihe vorstellen. Viel Glück. Bist recht aufgeregt. Naja. Ich glaube, ich muss noch mal aufs Klo. Also toi, toi, toi. Danke. Ich bin nicht nervös. Renate. Oh Gott. Oh Gott. Was ist denn passiert? Meine Flasche ist ausgelaufen. Also, haben Sie den Text noch im Kopf? Ja, aber nicht die Zahlen. Und Ihr Computer? Das tut mir leid. Jetzt habe ich es uns beiden vermasselt. Nee, ich habe eine Idee. Schließen Sie schon mal meinen Computer an. Packen Sie das Buch aus. Erzählen Sie denen irgendwas. Ich bin gleich wieder da. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen, meine Herren. Wie Sie ja alle wissen, ist der Kinderbuchmarkt hart umkämpft. Ich weiß es nicht. Aber heute möchten wir Ihnen ein Buch vorstellen, das Ihre Aufmerksamkeit wirklich verdient. Laura von Binette Schröder hat seit seinem Erscheinen in England dort für große Furore gesorgt. So, und jetzt darf ich an meine Kollegin übergeben. Alles gut? Ja. Als Kind habe ich wohl immer zu meiner Mutter gesagt, wie wollen denn Erwachsene beurteilen, was Kindern gefällt? Das wissen doch nur Kinder ganz alleine. Und wie Sie sehen, haben wir weder Kosten noch Mühen gescheut und eine Expertenrunde eingeladen. Deswegen wollen wir heute auch keine normale Präsentation machen, sondern Ihnen einfach eine Geschichte erzählen. Es ist eine Geschichte über Nachtmare und Gespenster, die nur Kinder kennen. Es ist eine Geschichte über die kleine Laura. Tante Tantan schlief noch tief und fest. Laura schaute aus dem Fenster. Weit hinten zwischen den Bäumen schimmerte etwas geheimnisvoll. Was das wohl ist, dachte sie, schlüpfte schnell in ihre Kleider, nahm brummelnde Beeren unter den Arm und lief über die dunstige Wiese hinüber zum Wald. Im Wald war es kühl. Thank you.
Ein gewagtes Manöver, wirklich. Aber sehr erfolgreich, wie mir scheint. Bedanken Sie sich bei Frau Krüger, das wäre Ihr Ding. Aha, Frau Krüger. Gratuliere. Danke. Kommen Sie doch gleich am Montag früh in mein Büro. Herzlichen Glückwunsch. Hallo? Leg dich bitte nicht auf. Ich habe auch schon einen Krankenwagen gerufen. Du hast was? Ganz ruhig. Ganz ruhig. Mike. Okay. Die Oma und ich. Die Oma und du? Was ist passiert? Ja. Mike! Mike! Komm einfach mit! Er ist weggefahren und sein Fenster war auf. Ja, der Schuster natürlich. Die Oma wollte gucken, ob. Auf, ihr seid ja dort eingebrochen. Ja, meine Idee war es wirklich nicht. Hier. Mama. Mama, geht's dir gut? Ja. Oma? Rolf? Ich bin der Mike, Oma, nicht der Onkel Rolf. Das weiß ich doch. Kannst du denn... Oh, mein Fuß! Fuck! Jetzt kommt der Typ wieder. Fuck, scheiße! Ich kümmere mich drum, ich rede mit ihm. Was sollen wir denn... Mike, ich reiß dich zusammen. Okay, 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 okay. Regen Sie sich jetzt bitte nicht auf, Herr Schuster, aber ich kann Ihnen das jetzt nicht genau erklären. Aber die Tatsache ist, meine Mutter liegt da drin bei Ihnen. Was? Nein! Kommen Sie, Frau Teichner. Hören Sie mich nicht an, Sie Mörder! Mensch, Mutter, er will dir doch nur helfen. Seien Sie vorsichtig. Verena, kommst du bitte? Ja, ich komm gleich. Es tut mir wirklich leid. Ich habe immer wieder zu meiner Mutter gesagt, die Frau Schuster ist verreist. Aber wenn sich meine Mutter irgendwas in den Kopf gesetzt hat, dann... Dabei hatte sie recht. Ich komm ja gleich. Dann... Was? Meine Mutter ist nicht verreist. Sie ist tot. Es war plötzliches Herzversagen. Ich habe sie noch in der Nacht gefunden. Aber als Ihre Mutter am nächsten Tag vor der Tür stand, da konnte ich sie einfach nicht sagen. Die fahren jetzt? Ja. Ja. Warte mal, was wir bei ihr gefunden haben. Halt dich fest. Ihre Handtasche. Ihre Handtasche. Mit der Brieftasche und allen Papieren drin. Na, was sagst du denn jetzt? Mama, Frau Schuster ist auf keinen Fall verreist. Nein. Sie ist tot. Wusste ich's doch. Was? Endlich glaubst du mir. Nein, Mama. Bei Rolf, da könntest du dich auch wirklich mal bedanken. Ohne ihn hätte ich es nämlich nicht geschafft. Also, der Fuß ist nur verstaucht. Ein paar Tage Ruhe, eine Gehhilfe, dann ist alles wieder in Ordnung. Ansonsten geht's hier gut. Aber es ist jetzt schon der dritte Aussetzer innerhalb kurzer Zeit. Und es ist nicht auszuschließen, dass das die Vorboten von einer schweren Attacke sind. Ich denke, ihr solltet euch um eine dauerhafte Lösung kümmern. Ich kenne da ein katholisches Altersheim. Das würde ich euch sehr empfehlen. Aber sie will doch in einer Woche wieder in ihre Wohnung. Mama, ich hab gedacht, vielleicht ist es besser, wenn ich nicht nach Amerika gehe. Was? Das geht doch nicht, Mike. Wie soll es denn weitergehen? Du schaffst es doch gar nicht alleine. Und ich weiß, das war dämlich von mir heute, aber ich passe bestimmt auch besser auf in Zukunft. Das ist doch nicht deine Schuld gewesen. Aber was...
was ist denn... Oma, jetzt... stirbt. Ach, Mann, komm hier, lass die Foto. Ich meine die marokkanischen, die neuen. Wenn du unbedingt rauchen willst, kannst du es bitte draußen tun. Jetzt komm mal runter, Vreni. Ich schau mir jedenfalls nächste Woche dieses Pflegeheim mit dir zusammen an. Wo sind die denn? Hast du Mama denn schon gefragt, ob sie das überhaupt will? Ach, warum tust du das nicht? Das ist deine Entscheidung. Also musst du es ihr auch sagen. Ja. Außerdem, ich kann sowas nicht. Ist dir wieder mal eine große Hilfe. Typisch. Warum kann sie denn nicht weiter bei euch bleiben? Sie hat sich doch schon ganz gut eingelebt. Weil ich demnächst keine Zeit mehr haben werde. Das habe ich dir doch gesagt. Jetzt warte schon, ich helfe dir. Vergiss es. Und? Schon was Neues entdeckt? Ja, ja, mach dich nur lustig über mich. Der Klaus hat ein Altersheim empfohlen, was ziemlich gut sein soll. Wollen wir uns das mal zusammen anschauen? Oh, pass doch auf, mein Fuß. Entschuldigung. Aber wollen wir dann morgen nicht mehr zusammen hinfahren? Was soll ich denn da? Zwischen all den alten Leuten. Na, wo ich doch jetzt Abteilungsleiterin werden soll, da bin ich den ganzen Tag nicht da und du wärst die ganze Zeit hier alleine. Das willst du doch auch nicht, oder? Schau doch mal, ja. Dein Freund macht klar Schiff. Ein paar Säcke voll. Das ist nun alles, was von einem übrig bleibt. Ich biete Ihnen die Abteilungsleitung an. Und Sie wollen Bedenkzeit. Sie haben meine Mutter ja kennengelernt. Ich muss erst was für Sie finden. Und ich muss diese Stelle besetzen. Frau Koswitz zum Beispiel könnte sofort loslegen. Reicht das, wenn ich Ihnen nächste Woche Bescheid sage? Mike? Gut. Er hat dir immer noch nicht verziehen, wenn du das meinst, aber ansonsten geht's ihm gut. Ein paar Wochen ist er weg. Wie geht's denn deiner Heike? Du weißt, dass wir uns getrennt haben. Das tut mir leid. Queen Mom klang am Telefon ja wirklich fit. Queen Mom. So hat sie lange keine mehr genannt. Für mich wird sie das selber bleiben. Wie sie da auf ihrem Sessel saß und mich zu sich heranwinkt, huldvoll. Weißt du nicht ein schönes Altersheim für sie? Ich habe mir gerade eins angeguckt. Wie? Und sie hatte am Freitag wieder so einen Aussetzer. Schon der dritte, also im Kopf ist ja noch völlig klar, aber es hat sie schon sehr mitgenommen. Physisch, meine ich. Und
Was wollt ihr jetzt machen? Wenn ich das wüsste. Sieht so geil, dass das goldene Licht aus dem Kopf. Hey, Mikey, was ist denn? Warte mal kurz. Da oben das Fenster ist es. Ich lasse immer das Licht an, damit es nicht so einsam aussieht, wenn ich nach Hause komme. Oh, du Arme. Nee, ehrlich, abends mache ich mir eine Konserve warm, morgens rede ich mit dem Toaster. Ja. Danke für den schönen Abend. Danke. Nicht so lange allein lassen. Wann sehen wir uns wieder? Weiß noch nicht. Muss man sehen. Ich rufe dich an, okay? Bald. Vielleicht. Okay. Den Sohn. Wo ist denn Mike? Mike! Gut denn? Ich brauch doch keinen Babysitter. Bitte, lass mich los! Komm, lass los! Ich schaff das ganz allein. Ich will doch auf meinem Geburtstag wieder tanzen können. So, siehst du? Alles halb so wild. Hat Rolf eigentlich mit dir geredet, was nach deinem Geburtstag sein wird? Ja, natürlich. Geh zurück in meine Wohnung. Mensch, Mutter, wenn dir da das Gleiche passiert und keiner da ist, der dich findet? Na und? Ich hab doch das Recht, hinzugehen, wohin ich will. Hab ich das? Natürlich hast du das. Und du willst mich ja sowieso nicht mehr hier haben. Ich habe die neue Stelle noch nicht zugesagt, Mama. Du hast was? Ich habe um Bedenkzeit gebeten. Ja, bist du verrückt? Was soll denn dein Chef von dir denken, wenn du auf einmal so zögerlich bist? Ich weiß schon, was ich tue. Also, wenn du hier bleiben willst, dann sage ich dort ab. Überleg's dir. Krüger? Er hat was? Es ist okay. Wir können nicht mehr laufen. Ich kann laufen. Lass mich doch in Ruhe. Mikey, deine Mama. Hey, Mikey, deine Mama. Ich kann laufen. Lass mich los. Der ist schon den ganzen Abend so krass drauf. Ich geh nicht mehr zurück. Was ist denn los, Mike? Du hast wieder was mit Papa angefangen. Was? Jetzt tu doch nicht so, ich hab's genau gesehen. Hör auf, Mike. Hat dich wieder rumgekriegt, ha? Und wenn, geht's dich nichts an. Nein. Doch.
Mama. Hm? Du musst mir versprechen, dass du nichts mit Papa anfängst. Auch wenn ich schon weg bin. Lass das doch jetzt, Mike. Es ist egal, was die Oma sagt. Du musst endlich lernen, alleine klarzukommen. Du schaffst das schon. Ich weiß, du schaffst das. Du brauchst niemanden, der auf dich aufpasst. Ja? Er schläft jetzt. Was solltest du auch tun? Brauchst du noch was? Nein. Ach, komm mal hier, René. Ich habe nachgedacht. Ich würde gern hier bei dir bleiben. Aber nur, wenn du es wirklich willst. Willst du das? Ja, Mama. Ach komm, lass dich drücken. Als ich dich das erste Mal in den Kindergarten gebracht habe, da wolltest du dich überhaupt nicht von mir trennen. Du hast geheult und geheult und geheult. Und dann hast du gesagt, ich habe dich so lieb, Mama. Und du hast mich auch so lieb. Da wollen wir doch immer zusammenbleiben. Hast du gesagt. Das, was ich bin, dankbar sein, der Schule, dem Zufall, dem Glück. Nein, mein Dank, der gebührt einer Frau ganz allein. Und an sie denk ich immer zurück. Mütterlein, Mütterlein, du warst mehr als Gold und Geld. Man kann beinahe sagen, ohne dich wär ich heut nicht auf der Welt. Mütterlein, Mütterlein, ach wie war's. Ich kann mir fast denken, was da drin ist. Na? Ach, na, ich hatte recht, ein Hut. Ich liebe ihn. Danke. Ja. Jawohl, komm sofort. Und von wem ist das? Ich war gespannt. Ah. Oh. Schaut mal. Meine Schwester und ich. Dankeschön, mein Schatz. Eine große Freude. Ah, da ist ja der Spiegel. So. Spieglein, Spieglein, an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Frau Königin, die Schönste seid ihr hier.
Nein, nein. Schneewittchen. Hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, ist tausendmal schöner als ich. Nein, komm. So. Siehst du? Also, jetzt weiter im Text. Da gibt's noch mehr. Helga, hallo. Schön. Hallo, Vreni. Entschuldige die Verspätung. Mach nichts. Hallo. Hallo. Mich wahnsinnig gefreut, dass ihr mich eingeladen habt. Danke. Was sagst du zu den Blumen? Dankeschön. Ich habe die ganze Stadt danach abgeklappert. Ich weiß doch genau, wie deine Mutter auf Flieder steht. Versuch den mal zu kriegen um diese Jahreszeit. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Alles. Den weiten Weg haben wir gemacht, da sind Sie sicher durch. Danke. Manfred! Ach! Du bist tatsächlich gekommen, wie schön. Lass dich drücken. Flieder, wo hast du denn den hier? Mike. Wenigstens hat Oma mich vorgewarnt. Du wusstest das? Dein Charmeur. Manfred, ich hab dich nicht eingeladen. Was? Egal, was meine Mutter sagt. Aber ich habe sie doch extra gefragt. Sie meinte, dass das... Ich dachte, wir könnten ihr dankbar sein. Dankbar? Wofür? Dass sie mich neulich angerufen hat. Ich wäre doch immer nur weiter vor dir weggerannt. Moment, Moment. Sie hat dich angerufen. Dieses ganze Treffen zwischen uns hat meine Mutter arrangiert? Nein, also, nein, lass mal. Deinen albernen Zopf, den sollte ich dir mal abschneiden. Von wegen. Na, du bist doch nicht schon gehen, was? Komm, Vreni. Ach, du stell dich doch nicht so an. Nein, jetzt trau dich doch. Lass mich. Komm, nimm das Glas weg, Junge. Den soll ich dir mal abschneiden. Den Zopf. Nein, das wirst du nicht. Mama, du bist ja unverwüstlich heute. Musst du immer alles kaputt machen? Oh, entschuldige. Kannst du nicht einmal aufpassen? Lass dir doch helfen. Lass mich jetzt in Ruhe! Ja. Ich habe mich ausgesperrt. Kann ich reinkommen? The pipes are calling.
Sie ziehen aus? Ja, das Haus ist schon verkauft. Oh, das wusste ich gar nicht. Wir haben auch lange nicht mehr gesprochen. Stimmt, ja. Schade, wo wir uns gerade kennenlernen. Tja. Jetzt ist alles so leer hier. Mutters Sachen sind weg. Aber ich spüre sie noch überall. Ja, klar. Ich habe gerade eine Flasche aufgemacht. Wollen Sie auch einen Schluck? Ja. Oder du? Gerne. Ich heiße Arno. Ich auch. Ich meine, ich weiß. Verena. Ja, genau. Ich hole gerade ein zweites Glas. Wo ziehst du denn hin? Ich gehe erstmal für 6 Monate nach Nashville, wie damals. Und dann? Mal sehen. Und deine Werkstatt? Die habe ich verkauft. Oh. Tja, jetzt kann eigentlich nichts Vernünftiges mehr dazwischen kommen. Vielleicht komme ich ja mit. Warum nicht? Wann fliegst du denn? Morgen. Oh, schon. Ja. Die Musik ist schön. Du auch. Verena. Wir werden uns ja wahrscheinlich so schnell nicht wiedersehen, aber ich wollte unbedingt noch was loswerden. Falls einer kommt und dir sagt, dass du eine wunderbare Person bist, dann glaub ja nicht, dass da jemand anderes gemeint ist. Du bist nämlich... Du bist eine ganz wunderbare Frau. Mach's gut. Ja, ciao, Klaus. Grüß mir die Hände, weil schade, dass es schon gehen musst. Bis bald. Tschüss. Alles in Ordnung? Ja, mach dir keine Sorgen. Was ist los mit dir heute? Lass mich endlich in Ruhe. Und das vor all meinen Gästen. Was glaubst du, wie ich mich da gefühlt habe? Kein Wunder, dass Manfred so früh gegangen ist. Und was glaubst du, wie ich mich fühle? Dauernd bestimmst du irgendwelche Sachen über meinen Kopf hinweg. Wie kommst du überhaupt dazu, Manfred einfach so einzuladen? Das sollte eine Überraschung sein. Weil euch doch jetzt wieder so gut versteht. Woher willst du das wissen? Hast du mich je gefragt? Hast du mich jemals gefragt? Natürlich nicht. Du hast Manfred gefragt und dann hast du es wieder so hingedreht, dass es für dich passt. Wie schon 1000 Male vorher. Ich glaube, ich gehe jetzt besser ins Bett. Nein, Mama. Du bleibst hier. Erinnerst du dich noch dran, wie wir dieses Foto gemacht haben? Ach Gott, das Bild. Scherben bringen Glück. Damals hast du gesagt, wenn du nicht ein bisschen mehr aus dir machst, dann kriegst du nie einen Mann ab. Das habe ich nicht gesagt. Das hast du wohl gesagt. Aber du musst doch gewusst haben, dass ich das nie und nimmer ernst gemeint habe. Mama, ich war 15. Also alt genug, um zu merken, dass das nur Spaß war. Aber du warst ja schon immer so ein empfindliches Kind. Nein, Mama! Mein ganzes Leben habe ich versucht, so zu sein wie du. Du warst so schön, so toll, so witzig, so geistreich. Es
Selbst als ich ausgezogen bin, habe ich mich immer wieder dabei erwischt, dass ich gedacht habe, meine Mutter, die hätte das jetzt bestimmt anders gemacht, besser. Ich habe den Mann geheiratet, den du toll fandst. Und als wir uns dann getrennt haben, wie lange habe ich gebraucht, dir das sagen zu können? Wenn ich den Mann nicht halten kann, diesen tollen Mann, was wirst denn dann du von mir denken? Ich wollte dich nicht enttäuschen, Mama. Ich habe immer wieder gedacht, wenn du mich nicht liebst, wer soll mich denn dann lieben? Ich habe versucht, die brave und erfolgreiche Tochter zu spielen, aber das geht jetzt nicht mehr, Mama. Das geht nicht mehr. Meine Ehe ist kaputt. Und wir zwei, wir können kaum noch miteinander reden. Du willst also, dass ich ausziehe? Nein, Mama, hörst du mir denn nicht zu? Ich möchte nur, dass wir beide irgendwie miteinander klarkommen, ohne zu lügen. Solange du noch, ich meine, bevor ich sterbe, sprich's ruhig aus.
Ich habe meinen Schlüssel vergessen. Was machen wir zwei nur? Alles falsch. Habe ich denn wirklich alles falsch gemacht? Das ist doch jetzt nicht wichtig, Mama. So ein Heim. Mal anschauen könnten wir es ja mal. Das können wir gerne machen, aber wollen wir es nicht erst noch mal zusammen versuchen? Eine Probezeit? Du willst nicht, dass ich mich in dein Leben einmische. Dann misch dich du bitte auch nicht in meins. Ich bleib hier. Hier. Ist eine gute Idee. So gemütlich. Haben wir nur noch zwei Fenster ins Garagentor und ziehen einen grünen Vorhang vor. Wollen wir nicht zusammen was unternehmen, irgendwas Schönes, zusammen wegfahren? Worauf hättest du denn Lust? So weiterfliegen. Bis nach zum Pizzpalü. Da müsste ich noch mal tanken vorher. Was ist denn los? Mama, du bist hingefallen. Hast du dir wehgetan? Wo bin ich denn hier? Du bist bei mir zu Hause, Mama. Bei wem? Vreni? Vreni? Bei mir. Vrenchen? Ja. Ja. Oh. Komm, Mama, was ich bring dich los? Wieder ins Bett. Gut. Hier war ich noch nie. Doch, Mama. Du kannst dich nur gerade nicht daran erinnern. Es ist so kalt hier. Soll ich dir einen heißen Tee machen? Früher, wenn ich krank war, hast du mir auch immer einen heißen Tee ans Bett gebracht.
Mutter? Ja. Ja, ist gut. Bis gleich. Was ist denn los? Was ist denn los? Was hast du denn? Ich bin sicher, die Coswitz, die wird diesen Job gut machen. Aber als Lektorin werden Sie uns doch erhalten bleiben. Ich werde erst mal meinen Resturlaub nehmen und dann
Mal sehen, es wird sich sicherlich einiges ändern in meinem Leben. Und wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, so wie Sie die Kollegen hier untereinander ausspielen, das ist nicht gerade förderlich fürs Betriebsklima. Machen Sie es gut. Viel Glück. Danke. Tja. Ciao, Mama. Tschüss, mein Schatz. Siehst du, das weißt du ja doch. Ah, nein. So was Dummes aber auch. Ah ja. Ich hab mir gedacht, falls es kalt wird in Nashville. Ich werde sie in Ehren halten. Hast du alles? Ein Pass, Tickets? Ja, ja. Ich werde mich schon durchschlagen. Mal sehen. Du wirst schon sehen. Mensch, Mutter. Jetzt aber. Tschüss. Für NCB 119 nach Nashville werden zum Flugsteig C28 gebeten. All passengers for NCB 119 to Nashville, please proceed to gate C28. Hi, well, I see trees.